So, dann sagen wir doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zuber, auch mit dabei ist die Schlumpfine, der Ruche und der Joe. Hallo. Hallo. Nee, voll vergessen. Hast du noch Bögen gebaut, Zuber? Fünfer? Ach ja, da war ja noch was. Zuber. Ja, ich bin dabei. Ich bin so vor Augenblick. Wo haben wir Fasern? Fnasern? Guck mal, eine Gartenkiste müssten welche sein. Da. Garten, da. Ja. Bögen, Primär. Wie viel brauchen wir? Drei Stück? Büchern kommen wir so ganz, ganz langsam in die richtige Richtung. So. In der Waffenkiste schmeiße ich die mal rein. So. Essen ist da, trinken. Da komm, Lauf. Dankeschön, Zoba. Ja, immer. Also, um hier einen Zementmischer herzustellen, brauche ich nur noch gerade mal 17 Mischer oder so. Das ist ja fast nichts. Ja, gell? So. Und. Die nicht mal raus. Und. Fürs Motorrad, das sage ich dir lieber nicht. Lieber nicht. Meinst du, ist er suizidgefährdet oder was? Ja. Der bin ich die. So. Was haben wir denn sonst noch für tolle Sachen drin? Ja. Fleisch brauche ich dann auch. Na ja, habe ich dann. Rucho, wo bist du? Hier steht er rum. Komm her. Ich komm hier, das müssen die Bücher sein, die du gesucht hast. Guck mal. Da schleppt ihr die Bücher heimlich in euren Rucksäcken rum? Die sind laut. Ja. Na, siehst du. Kann ich das Ding reparieren mit was? Also. Boah. So. Ich würde sagen. Dann müssten wir losgehen, ne? Ja, ich bin halb getrunken. Halb. Was? Halb getrunken? Ja. Halb voll mit Trinken, halb voll mit. Alkohol. Mit Essen. Mit dem. Der Fahrrad hier ist kaputt. Warum? Keine Ahnung, ich kann es nicht benutzen. Welches Fahrrad? Hier draußen ist diese komische rostige Klumpen hier. Hey, das ist nicht rostig, ja? Naja, vielleicht ein bisschen. Das ist Vintage-Look. Genau. Ja. 19 Uhr, dann machen wir es mal auf dem Weg dahin. Ich bin auch schon gerade losgedackelt. Yep. Lieber zu früh als zu spät. So ist es nämlich. Genau so. So, habt ihr was zu essen, zu trinken mit? Na, wo wollen wir das denn? Woher denn, ja. Naja, gut. Essen ne? Ist an, also das ist fertig, wenn wir wiederkommen. Das braucht eine Weile. Also, okay. Dann ich hab ja auch noch nicht mal einen guten Bogen. Wieso? Hast du auch nicht mitgenommen, oder was? Der liegt in der Kiste. Ja, hab ich nicht gehört. Ich hab doch gesagt, wenn der... Bist du noch da? Kannst du dann für Rucho den mitbringen vielleicht? Ja, ich bring mit. In der Waffenkiste? Cool. Ja. Also, ehrlich, weißt du was? Nee, du. Nee, ich wollte einen 6er Komportbogen haben. Ob ihr den mir gemacht habt, weiß ich ja nicht. Meine Frau hat neulich auch Kritik an mir geäußert. Ach, das ja, ist ja. Ich könnte nicht richtig zuhören und noch irgendwas. Ich könnte nicht richtig zuhören und noch irgendwas. Genau. Ich weiß. Du konntest nicht richtig zuhören und den Rest hast du vergessen, weil du es nicht verstanden hast. Genau. Ich kann nicht richtig zuhören, das andere habe ich nicht vergessen, weil ich nicht zugehört habe. Wo ist mein Fahrrad? Zuhören ist so eine Sache, ne? Wer hat mein Fahrrad repariert? Das wird ja wohl nicht ich gewesen sein. Ach, du Schande, das war ich. 78% steht da jetzt. Womit hast du das repariert? Mit meinem einzigen noch vorhandenen Reparaturkit. Oh, Dankeschön.
Ach, scheiße. Zum Schlumpfinde, du bist nicht mehr zu Hause, gell? Nein. Okay. Aber ich habe noch ein Reparaturkit mit, wenn du brauchst. Nö, ich hätte gerne auch ein Eisenrohr gehabt. Habe ich mit. Hast du? Ja. Und das habe ich in die Handtasche. Ich vergesse das nur für eine Frage. So ein Eisenrohr gehört immer in die Handtasche. Ja, und die Zeit der Bügeleisen und der Dingskeule ist halt nicht mehr. Ne? Jetzt sind es halt Eisenrohre. So. Wer hat denn jetzt, wie viele Pfeile habt ihr denn jetzt mit? Also ich habe dabei 80 Eisen und 42 Steine. Okay. Ich habe nur Steine. Pass auf, pass auf. Aua, sag mal, das ist auch noch von hinten, wa? So nicht. Ich habe auch noch ein bisschen Eisenpfeile für dich hier. Komm mal ran. Ihr seid auf der falschen Seite übrigens, ihr zwei beiden. Ja. Ja, fein. Wo sind wir denn rein? Uro? Ja. Hier. Einmal rum um die Bude quasi. Hier. Sehr schön. Man dankt. Hier. Ach da. Was? Das war das Eisenrohre. Ach ja. Da geht das rein. Hast Guck du? Mal. Ach hier. Hab ich. Gut. Du stehst hier. So, Schlumpfine, hast du Pfeile? Ja, 100 Steinpfeile habe ich noch, ja. Steinpfeile? Ja. Ich habe hier ein bisschen. Wo seid ihr reingegangen? Ich habe hier ein bisschen Eisen. Na hier. Auf der genau gegenüberliegenden Seite. Wo bist du denn, blau? Hier. Genau, da. Wer ist denn hoch? Hat jemand noch ein paar... Ich habe hier mal Eisenpfeile. Da kommt eine kleine Horde. Die will nicht. Na, die müssen wir noch wegmachen. Die müssen wir wegmachen, sonst kommen die uns jetzt hier unten alles im Arsch. Wo sind sie denn? Ja, hier. Gegenüber unseres Eingangs. Ach, du grüne Gott. Was wollen die denn? Halbstarken, oder was? Man haben sie nicht gehört, weil die haben hier die E-Bikes. Simulant, hältst dich am Bein fest, dann springst du hoch und haust dir eine. War was drin? Ja. 174, wie heißt das Zeug, Messing und eine Schmerzmittel. Ah. Hast du noch Schmerzmittel einstecken? Wäre ich? Ja. Nee. Möchtest du, wo bist du denn? Willst du das haben? Ja, wenn du das nicht brauchst. Ja, ich habe noch eins einstecken. Na guck. Zack. Dankeschön. Bitte. Oh, piept irgendwas. Piep. So. Wo haben wir es alle weg? Habt ihr alle Schmerzmittel? Habt ihr die dabei oder so? Wieder jemand Flöte? Nein, aber draußen ist irgendwas. Ich sehe es nicht. Oh, bleib doch nicht im Eingang stehen. Das ist einer von den ersten Elektroautos, die fahren rückwärts. Da muss der Beifahrer flöten. Ich nehme mal die Blöcke weg hier, ne? Ja, bitte. Was ist denn das? Wer übt denn da Flöte spielen? Das hört sich wirklich an. Ich muss mal kurz gucken, vielleicht der da. Als einer die Blockflöte quer im Mund. Ja. Atme. Ja. Ach, schön. Ach, wie schön. Neulich habe ich einen schönen Witz gehört, Tamar. Also doch, den fand ich wirklich toll. Läuft ein Mann durch den Wald. Nee. Kommt an so einer Lichtung, überquert die und sieht dann so eine Landstraße. Geht auf die Landstraße, die ist ja so ein umgeknickter Baum. So. Liegt dann Zwerg drunter, ne? Der Typ hebelt den Baum an. Der Zwerg drunter weg, sagt er, du hast mir das Leben gerettet, sagt er, du hast jetzt einen Wunsch frei. Wähle weise. So was sieht aber auch schon. Meine Güte, sagt er, ne? Was soll ich dir sagen? Ich habe ein Haus, Familie, alle sind gesund, ich habe ein gutes Einkommen. Ich wüsste nicht. Ne? Also, ja, obwohl, sagt er, eine Sache wäre da, ne, das ist schon ein bisschen dekadent, aber ich würde gerne Champagner pinkeln können. Ja, sagt der Zwerg, kein Problem, ne? Schnipp mit dem Finger, so, sagt er, ne? Er nach Hause, rennt zu seiner Frau, erzählt, was passiert ist, ne? Sagt die Frau, oh, sagst du, das ist ja schön, ich hole mal zwei Gläser. Nee, eins reicht, du trinkst aus der Flasche.
Oh, herrlich. Nee, nee, nee. Das hält sich ein Kopf nicht aus. So. Ja. Oh, ja, genau so. Ach, was eine gemütliche Hütte hier. Ja. Mehrere Etagen, also hier könnten wir auch wohnen fast. Wenn das nicht so ja, zugig wäre. Ja, wenn du richtig baust, klar. Ne? Ja, das Problem ist, man darf außen nicht mehr dran, weil die haben da jetzt so diese Zierleisten, nenne ich sie mal. Ja, diese 5000. Außen dran gemacht. Ja, nee. Die sind jetzt eins mit der Wand. Wenn du da versuchst draufzuschlagen, haust du immer eine Beule in eine Außenwand rein. Ja, großartig. Ja, deswegen haben wir dann gesagt, komm, bauen wir hier drin eben was. Ja. Lass uns mal reinkommen, ne? Apropos, das ist natürlich jetzt großartig. Haben wir Fackeln mit oder sowas? Nee, ne? Nein. Ich habe eine an der Hand. Mist, ich habe auch keine einstecken. Nee, die haben wir nicht. Ist auch kein Tierfett mit oder sowas. Na gut, da unten ist ja eine. Hier unten hängt ja eine. Also ein bisschen was sehen können wir ja. Wir sind jetzt locker. Wir müssen uns jetzt bei den Leuten aufhalten, die Helmlicht haben. Ja, Schlumpfine stelle ich in die Mitte. Ach komm, hör doch auf. Ja, was natürlich. Was machst du? Ja, ich hab vergessen, dass unten die Kisten weg sind. Ich wollte noch die Laterne da aufhängen. Ich schaff's aber noch. Ja, wir sind guter Dinge, ne? Würde ich sagen. Erscheine bei meinem Rucksack. 800 Meter. Nein, Spaß. Das sind 900. 100. Ach, ich hätte auch noch zum Hinweg, musste ich gerade. Egal. Dann los. Mach's. Ach nee, der schon feiern. Ja. Oder du musst dich ganz dolle beeilen, Rufo. Kann mir vielleicht schon mal jemand unten eine Kiste hinstellen, dass ich gleich hochspringen kann? Siehst du? Das geht schon wieder los. Ah, Mann, doch. Siehst du? Ja, so ein Würfelchen, dass ich hochspringen kann, den Holz. Ja, ja, Toba wirbelt da gerade rum. Oh, ich vergaß, ich habe immer keine Ausdauer. Aber kein Hunger und Durst mehr. Da liegt ein Rucksack, warte mal, ich schau mal nach. Der einzige Vorteil. Ja. Wo bist du gelandet, zu Hause oder was? Nee, ne? Nee, 230 Meter ungefähr noch weg. Das war echt random, das Ganze, ne? Also viermal anhalten noch ungefähr mit der Ausdauer. Nach Hause. Wie nach Hause telefonieren. Ich hab doch die Nahtod, wo ist? Hast du das? Ich hab auch Nahtod jetzt wieder. Hab ich's mir wieder schön selber gemacht hier. Mann, ey. Ach, die liebe Ausdauer. Ah, die liebe Ausdauer. Da kommt er doch, der Nagedai. Jawohl. So. Siehst du, denk dran, die Kisten sind weg, ne? Ja, danke. Gut. Ich meine, der es mir sagt. Endlich. Endlich. Also, falls einer eine Pfeile baut, ich hab ein bisschen noch. Ja. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Bestimmt. Hier drin auch. Ist zwar der Ventilator, aber immerhin. Ich habe bisher noch kein einziges Mal Ventilator gehabt. Ich habe so einen schönen, der kühlt sogar. Ich habe in irgendeinem Katalog oder im ich weiß nicht, wo habe ich denn das gesehen? Da gab es diesen Ventilator mit Sprühnebel. Mhm. Mir den auch so gedacht. Ja. Warum nicht? So verkehrt kann das ja nicht sein, ne? Mhm.
Naja, kommt drauf an, gell? Ui. Wie du den einspeisen musst, dass du den noch kalten Nebel, wenn du dann noch ein Eis, Crash-Eisfach da hinten dran haben musst oder so? Das weiß ich nicht, ich habe da so genau drauf nicht geachtet. Und den ich habe, da ist so ein Wasserfach, da kannst du Wasser reinkippen oder du kannst ja Eis genau reinschmeißen. Also der hat da stand auch was mit Wasser, Dingsbums halt. Ja. Das machst du voll mit Wasser und dann schmeißt du noch zwei Kühlakkus mit rein, passt schon. Ich habe ja meine Rollläden hier zumindest hier doch zum großen Teil hier halb, dass es auch nicht so reinballert. Mhm. Und deswegen ist es hier noch angenehm eigentlich. Ich habe hier knackige 24 Grad noch drin. No. Na, damit lässt sich leben. Jo. Und solange du dich hier nicht dich mega anstrengst, ist es in Ordnung. So, was war denn jetzt hier? Mein Handy hat ich noch E-Mail um die Detektiv angehört. Oh, ihr Lohnschein ist da. Na guck. Ich getraue mich nicht. Ich habe nicht jetzt eine Herzattacke, Roro. Ja. Ich schraube mal meine Hoffnung an, ja so hoch. PDF Reader. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Oha. Das ist so elendig lang. Oh, tarifliches Urlaubsgeld. Schon mal schön. Ja, da warte ich auch noch drauf. Stundenlohn, Erschwernis-Zulage, Sonntagszuschlag, Samstagszuschlag, Feiertagszuschlag. Da komme ich ganz schön geschlagen hier. Naja. Da fehlt noch. Ah, hier, da habe ich es doch. Ich habe es fast übersehen. Diese Sonderzahlung. Da kommt Vater Staat noch und. Oh. Wie viel habt ihr? Ja, natürlich. Ja, ja. Wie viel habt ihr da gekriegt? Unsere Firma. Ich wundere mich überhaupt, dass ich überhaupt was gekriegt habe. Weil der darf ja. Die Firma darf ja. Weiß nicht, wie viel dürfen sie? 3000, gell? Steuerfrei. Ja. Und ich zumindest habe jetzt nur 1000 gekriegt. Immerhin. Besser wie nix. Urlaubsgeld? Nee. No. Dieser Sonderzuschlag. Sonderzahlung, wofür ist das? Ja, die haben doch gesagt, der Bundestag, ne? Die Firmen dürfen hier ihren Leuten bis zu 3000 Euro steuerfrei als, weiß ich nicht, Hilfe geben. Mhm. Meine Schwester, die Eule, die hat 2000 bekommen. Ich habe nur 1000 jetzt bekommen. Ja, da stand auch hinter, was das ist. Da sind, ich habe auch gekriegt, da sind, ach, wie nennt sich das? Ich komme jetzt nicht drauf, aber ich habe es auch gekriegt. Oh, war nicht so viel wie ihr, aber naja, gut. Das ist so Sonderzulage, so steht da bei mir. Ja, so ein so eine Art Ausgleich, weil ja alles an Kosten gestiegen ja, ist. Ja, also? Genau. Ja. Habt ihr das gut? Hab ich nicht. Und die deutschen Firmen dürfen das halt bis zu 3000 Euro steuerfrei ihren Mitarbeitern halt geben. Ja, wir haben jetzt so eine größere Summe gekriegt und dann haben sie es jetzt auf die nächsten Monate kriegst du immer was. Okay. Also das wollte ich bei uns gar nicht. Also ich jetzt gerade auf meinen Lohndingen hier sehe ich nur 1000. Nee, ich glaube, die hat gut. Nein, wir kriegen sowas nicht. Ja. Aber irgendwas ist immer. Ja, natürlich. Ne?
Ich fand es gar nicht schlecht. Ich war ganz erstaunt über mein. Und mehr Urlaubsgeld sehe ich gerade, habe ich auch bekommen. Wer ist das angestellt? Will ich auch. Mhm. Gerade selber. Das sind 200 Euro mehr. Ja, das macht eine Menge aus. Ja, ja, klar. So, los geht's. Oh, halt. Oh ja, Handy weg. Stimmt. Es ist soweit. Sie kommen. Ich bin noch gar nicht vorbereitet, jedes Motorrad. Ich noch mal anfangen. Sekunde. Ne? So, Jungs, so, komm. Wo sind sie? Wo sind sie denn? Ich gucke aus diesem Fenster, ich sehe hier nichts. Ich gucke aus diesem Fenster, ich sehe hier nichts. Hallo Hamster, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen, moin moin. Hallöle. Besser als nichts von den 3000 zu bekommen. Ja, das stimmt. Was? Ja, er schreibt gerade, ist besser als nichts von den 3000 zu bekommen. Ja, ja. Natürlich, ja, ja. Natürlich. Ja, wo sind sie denn? Ich höre sie nicht, ich höre sie irgendwie, aber ich sehe sie nicht. Ja. Ich auch nicht. Wenn du hier aus Fenster guckst, siehst du sie. Ah! Kann man, wenn du nicht hier raus? Ja, aber wo? Und du legst dich auch wieder. Bruder, ich sehe sie nicht. Da, okay. Na, kommt mal her. Ihr müsst schon mal reinkommen. Ja, aber ich kann sagen, also hier drin ist was los, ne? Komm, habt euch nicht so. Gut, gerne spielen Musik. Was ist hin? Hm. Siehst du sie? Erstmal sauge ich gerade, warte. Ich sehe keine. Also da waren vier, da habe ich drei von weggemacht. Also die, wo hier an der Ecke eben waren, da kommen wieder ein paar angedackelt. Aber die verrecken alle in den Stacheln. So was. Ja. Voll doof. Gesundheit. Ja, Dankeschön. Da hinten rennt ein Hirsch noch dazwischen rum. Na klar. Ja, na klar. Jetzt wohl jetzt, ne? Komm, schnick, schnack, schnuck, werden holen geht. Ja, na, jetzt kommt er doch schon richtig. Nur kommt hier rein. Ich weiß ja nicht, wo ihr die alle reinholt. Ah. Also kann man ja ein bisschen schwer schießen von hier. Ja, also, ne, man sieht nicht so richtig. Warum rennen die alle hinter das kleine Gebäude? Was haben die denn da? Was ist denn da? Ich frag mich nicht. Und ich bin runtergefallen. Was mache ich denn jetzt? Sterben? Ach, du ahnst es nicht schlimm. Ich bleib hier sind sie nicht. Ich baue dir die. Soll ich dir die hier hinstellen? Dann komm rein. Warte mal, ich versuche mich mal hochzubauen hier. Ach, Mist. Seid ihr draußen, Ruru? Ja, wir sind draußen auf dem Dach. Wir stehen ja auf dem Dach rum. Hm. Aber. Ach, ich komme doch von der Seite. Schon will ich einfach stehen bleiben? So schnell bin ich nicht. Ich bin wieder da. Sehr gut. Die halten aber echt nicht viel aus, die Jungs, ne? Wo ich immer nee. Ja. Jetzt kommt ein ganzer Schwung hier auf dieser Seite. Ja, ach, du hast recht. Komm. Können wir mal so ein paar Schüttchen, können wir ja mal versammeln. Hat er noch eine Pistole? Ja. Ja, ich habe die selbstgebaute Pistole. Ah ja. Fast jeder Schuss ein Treffer. Fast. Das Nachladen dauert zig. Ja, das nervt ein klein wenig. Lucy, was ist denn mit dir? Leg dich. So, Ruhe. Das war's. Nicht doch. Doch. Wasser schon? Jo.
Ich wusste zwar, das dauert wieder nicht lange, aber das fand ich jetzt arg übertrieben kurz. Ja, das fand ich aber auch. War ja noch nicht mal eine Stunde. Nee, das war echt übertrieben, also das war echt sehr wenig. Mando, warum? Was soll denn das? Ehrlich. Wir haben doch noch nicht mal angefangen. Wir haben uns jetzt hier so Mühe gemacht mit allem, ne? Aber ehrlich. Und dann? Und dann po. Hier ist ja noch, die haben noch nicht mal, die haben 2 Säcke oder so hier. Huch. Oh, das war ich. Das ist ein Witz. Das war wirklich ein Witz gewesen. Ich sag mal, da können wir das hier nächstes Mal nochmal nutzen. Ja, klar. Übernächstes Mal auch. Mit Leichtigkeit. Na gut, dann gehen wir nach Hause. Hamster, das ist die erste Horde, deswegen ist da nicht so viel los. Das ist die erste Horde. Braucht noch jemand einen Erste-Hilfe-Verband? Nee, so schlimm war es nicht. Ja, das ist... Ja. Dann brauchen wir bloß die Dingsheile machen nochmal und dann war's das. Ja. Tja. Das war ja mal wieder. Nichts. Langweilig. Genau. Du kannst auch wegen umsonst hier. Aber ehrlich. Na. Toll. Und jetzt? Nach Hause. Und guck mal, ob das Essen fertig ist. Ja. Genau. Reparier hier schon mal so ein bisschen was noch. Ja, Schlumpfino und ich sind auch schon zugange. Na komm. Ich fahr also mal. Viel brauchen wir da wirklich nicht machen. Ich fahr schon mal nach Hause. Oh! Hallo Reh, Hirsch, nein! Jetzt rennt es auch noch weg. Es kommt in eure Richtung, Ich treibe es mal in eure Richtung. Es kommt in eure Richtung. Lauf! Ich seh's nicht. Na, warte mal. Steig ab, Mann! Ich seh noch nichts. Hier ist doch also neblig. So, es liegt hier. Hast du das? Ja, ja. Also viel brauchen wir das nächste Mal nicht machen. Neue Spitzen nochmal und dann ist gut. Ja. Ja. Das ist easy. Und diese blöde Holzhütte hier, die robben wir weg. Oder die hier? Ja, aber die sind alle hinten dran, hinter diese Holzhütten gerannt und sind dann da irgendwie stehen geblieben. Diese doofen Dinger. Ja, bauen wir die einmal schnell weg hier. So. Ausdauer. Oh. So. Das Ding bleibt doch wahrscheinlich eh wieder in der Luft stehen. Treffe ich das nicht? Hey! Aua! Du kannst doch nicht einfach dazwischen rennen! Ich hab dir doch nichts getan! Nimm die mir einfach hier von hinten ein in den Nacken. Zack! Ja, und jetzt Houdini-Haus. Ah. Das eine kleine Ding! Ja, ja. Jetzt aber runter. Siehst du? So. Weg ist. War da mal was? Da war aber jetzt noch das alte Fahrrad weg. Genau. Dann müssen wir noch eben kurz kloppen. Sekunde, ich bin weg. So. Hervorragend. So, ab nach Hause. Okay, gehen wir nach Hause. So, wo wohnt denn das Zuhause? Da hinten? Wo? Da hinten, ja. Ich hoffe mal, da ist keiner.
Wofür Straße? Nee, nee. Würden die nie machen. Ausdauer. Ja. So. Du bist hungrig. Sag sowas nicht. Ja. Deswegen, meine Ausdauer geht auch deswegen sehr, sehr langsam hoch. So, auch da ist zu Hause. Super. Schwupps. Da sind Bäume von unserem Haus gewachsen. Nicht doch. Jo. Bin ich hier richtig? Jo. Wo kamen die denn her? Die waren vorhin noch nicht da. Wer war noch nicht da? Die Bäume. So, hier, ich habe noch ein Buch reingeschmissen, ne? Technikfriedband 1, falls jemand da Lust und Laune hat. Das Tarnung hier oder was? Ja, mich, ne? Genau. Aha. Gib mich mal den Eingang hier. Nee, eben. Ist so laut auf all den. Die Tür nicht mehr. Waffen? Guck mal, es wächst schon hier rein, das Zeug. Wahnsinn. Ja, machen wir das mal weg. Damit rein. Was? Was ist sonst noch? Ist weg mit dir. Schlumpfine, ja. Thunfisch? Ja, tu mir in die alles im Kochenkiste rein. Okay, und dann hätte ich noch Lachs. Oh. Das klingt. Mit Nudeln. Schlumpfine? Nee, auch. Dann hätte Bert, unser Holz geklaut schon wieder hier. Eine Tüte voll Gras hätte ich noch. Ja. Alles zum Kochen und so. So, trinken. 1, 2. Eisen, Messing. Messing, oh. Eisen. Oh, komm mal her. Eisen habe ich auch ein bisschen. Messing, da brennt natürlich jetzt nichts vor sich hin. Wo war denn Schrot hier? Eisen. So. Einer mit. So, was können wir noch machen? Hammer. Das gucke ich gleich noch mit hier. Was kann man da machen? Hallo Beringer, schönes Reinschaus. Herzlich willkommen, moin moin. Hallöle. Moin. Da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Eisen, Eisen, Eisen. Na gut, dann gucken wir mal. Fleisch da rein, das, das. Und. Das, okay. Blöd. Oh. Ein bisschen Heide können wir wieder rausmachen, wo wir nicht die ganze Heide hier mitschleppen. So, die raus. Und. So, und Wasser. Raus, so. So, Blaubeerkuchen, brauchst auch wieder Wasser. Ja, schon besser. Läuft die schon viel eleganter. So, ja, dann würde ich sagen, ne, Folge ist zu Ende. Sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, oder sagen wir, und dann bis zum nächsten Mal. Bye. Eine ziemlich knappe Hordenrunde, ne? Also das war wirklich mal eng. Das war schon, oha. Ja.